bin Britta und ich bin Team S. Ich bin der Simon Kessler und ich bin der Moritz Schumann. Grüß dich, ich bin die Lele. Hallo, ich bin Samira. Ich bin der Steidl Fabian auf dem Sportzweig und den Salzburg gelernt in der 5. Klasse in die Rettertourne. Dazu machen wir außerhalb mit Sportkunde und die Praxis machen wir in den 7 Stunden Sport, die wir in der Woche haben. Wir haben Akrobatik, Leichtathletik, Geräteturnen, Ballspiele und, und wir haben Schwimmen. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir in der 7. Klasse im Tauchschein machen und in der 8. nach unserer Sportmatura, die wir in der 7. machen müssen, haben wir Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel Kletterausbildung machen. Wir können aber auch einen Rettungsschwimmer machen und für verschiedene Trainerausbildungen. Also uns stellt quasi die Welt offen. Sehr cool, am Sportzweig gefallen mir zum Beispiel die ganzen Auftritte, die wir haben, so wie die Sportgala, Sportfest auch. Weil da zeigt einfach jeder, was er kann. Mir extrem taugt am Sportzweig ist einfach, dass man durch die ganzen Turnstunden, durch die Ausflüge und so einfach eine extrem gute Klassengemeinschaft trägt. Ich muss wirklich sagen, ich habe da bei mir in der Klasse frei fürs Leben getroffen. Es ist wie eine Fußballmannschaft sind der Ort. Es ist halt jeder zusammen, wir helfen sich gegenseitig cool. Und es macht extrem Spaß, im Tür zum Gehen. Halt, dass man im Endeffekt dann auch noch einen Matura-Abschluss mit Sport hat, mit dem man gut angehen kann. Zur Sportaufnahmeprüfung, da haben die meisten schon Angst davor, vielleicht auch, und sind ziemlich nervös. Aber ich kann euch da beruhigen, wenn ihr was da habt und wenn ihr euch gut vorbereitet habt, ist das normal kein Problem. Nervosität ist eh meistens gut, da hat man ein wenig Adrenalin und so und das Ganze und ist viel angespannter, ist gleich viel leistungsbereiter. Mm-hmm.